Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Wir beginnen mit dem Vorlesen und später mit dem Erklären von Textbuch Kapitel 14 für die Wahrheit lehren. Römisch 2, der glückliche Schüler. Absatz 2. Der Heilige Geist, der wohl sieht, wo du bist, jedoch erkennt, dass du anderswo bist, beginnt seine Lektion in Einfachheit mit der grundlegenden Lehre, dass die Wahrheit wahr ist. Das ist die schwierigste Lektion, die du je lernen wirst und letztlich auch die einzige. Einfachheit ist für einen verdrehten Geist sehr schwierig. Bedenke, alle die Verzerrungen, die du aus nichts gemacht hast, all die seltsamen Formen, Gefühle, Handlungen, Reaktionen, die du daraus gewoben hast. Nichts ist dir so fremd wie die einfache Wahrheit. Und nichts möchtest du weniger gern hören. Der Kontrast zwischen dem, was wahr ist, und dem, was nicht wahr ist, ist vollkommen augenfällig. Du aber siehst ihn nicht. Das Einfache und das Offensichtliche sind nicht augenfällig für diejenigen, die Paläste und Königreiche, Gewänder aus nichts, königliche Gewänder aus nichts machen und glauben, sie seien ihretwegen Könige mit goldenen Kronen. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit diesem Absatz, lassen ihn einen Moment lang im Geist sinken und kommen dann dazu, diesen Absatz zu erklären. Wie gesagt, wir befinden uns im Kapitel 14 im Textbuch von Ein Kurs in Wundern, der im Greuthof Verlag erschienen ist, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Kapitel 14 für die Wahrheit lehren. Römisch 2, der glückliche Schüler. Du kannst vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen und dich geistig hingeben und ich erkläre Satz für Satz oder Halbsatz für Halbsatz, alles ganz genau. Absatz 2. Ja, du kannst vom Verstehen loslassen und dich hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Lass die Erkenntnis einfach in dir aufdämmern, indem du dich geistig hingibst. Der Heilige Geist, der wohl sieht, wo du bist, jedoch erkennt, dass du anderswo bist. Also bis hierhin erstmal. Wenn wir hier also lesen, der sieht, wo du bist, das heißt also, er sieht, dass du denkst, dass du in der Welt bist und in der Welt dich als einen Körper identifizierst innerhalb einer Rolle, jedoch erkennt, dass du anderswo bist. Und weil jetzt hier steht, erkennt, bedeutet das Erkenntnis. Er erkennt, dass du anderswo bist, also er erkennt, dass du in Wahrheit der träumende, schlafende Sohn Gottes bist, der das alles träumt. Also der erkennt, dass du anderswo bist, beginnt seine Lektion in Einfachheit. Ja, wir haben ja immer eine Lektion, die wir vom Heiligen Geist lernen dürfen. Wir lernen auf die Weise vom Heiligen Geist, indem er uns, also das, was du glaubst, was du bist, deinen Körper als Kommunikationsmittel verwendet und durch diesen Körper als dich lehrt. Ja, also er lehrt durch dich zu deinem Umfeld, zu anderen und zu dir selbst hin. Also du selbst musst
quasi mit aufpassen, während du lehrend bist. Lehren kann in verschiedenen Formen und Funktionen stattfinden. Kann so wie jetzt im Moment verbal stattfinden, kann aber auch durch Tun mit dem Körper stattfinden, indem du dich so verhältst, wie der Heilige Geist es möchte. Also es kann auch durchaus eine Tat, die du vollbringst, bezeugen, dass du der Sohn Gottes bist und dass du in deinem Bruder nichts denn den Christus siehst. Während du beispielsweise in deinem Geist wiederholst, ich sehe nichts denn den Christus in dir, also in deinem Bruder, während du das zu deinem Bruder hin geistig denkst und offenbarst, währenddessen fließt dieser Gedanke auch gleichzeitig zu dir selbst hin. Ich sehe nichts denn den Christus in dir, ich fühle nichts denn den Christus in mir. Wir kennen das schon, wir haben das schon des Öfteren hier in diesem Kurs bei mir hier, in diesem der Heilige Geist und seine Führung trainiert. Und ich sehe nichts denn den Christus in dir, ich fühle nichts denn den Christus in mir und ich brauche nichts denn den Christus in mir. Also wir brauchen nichts anderes als den Christus in uns selbst. Und dann kommen wir in die Nähe dessen, was wir wirklich wahrhaft fühlen und denken. Also in dem, was Gott über dich denkt. Dass das ein Wille ist. Der Wille des Vaters und der deine ist eins. Also der Wille des Vaters und der meine sind eins. Das nehmen wir hinzu in die Aufgabe des Tages heute nochmal. Und ich lese jetzt nochmal hier an der Stelle weiter. Ja, also das wäre zum Beispiel eine Lektion in Einfachheit. Ja, nichts denn den Christus in allem und in jedem sehen. Also nichts als den Sohn Gottes in allen und in jedem einfach sehen und erkennen. Und den Heiligen Geist, das durch dich wahr werden lassen, indem er dir die Augen Christi verleiht, anstatt derer des Körpers. Mit der grundlegenden Lehre, dass die Wahrheit wahr ist. So, das ist die Wahrheit und nichts denn die Wahrheit und die ist wahr. Ja, du bist der heilige Sohn Gottes selbst. In dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Erinnere dich an das letzte Urteil Gottes und an das letzte Urteil des Heiligen Geistes. Lies es dir nochmal durch. Wir haben das in einigen Aufgaben für den Tag schon durchgenommen. Da kannst du nochmal zurückspringen und reinlesen. Und das dann nochmal für dich aufsagen. Gen. Einfachheit ist für einen verdrehten Geist sehr schwierig. Also immer wenn wir im Ego-Denksystem unterwegs sind, also glauben wir sind der Körper, glauben wir sind die Rolle, die wir in der Welt spielen, immer in diesem Moment, wenn wir unter der Führung des Egos stehen, wenn wir glauben, unter der Führung des Egos zu stehen, dann ist es genauso, wie es hier steht, dass Einfachheit für einen verdrehten Geist sehr schwierig ist. Also diese Einfachheit, dass du der Sohn Gottes bist, ist in diesem verdrehten Denksystem des Egos sehr schwierig zu verstehen. Bedenke alle die Verzerrungen, die du aus nichts gemacht hast, all die seltsamen Formen, Gefühle, Handlungen und Reaktionen, die du daraus gewoben hast. Ja, also schaue heute nochmal in deinen Geist, welche seltsamen Formen, welche seltsamen Gefühle, welche seltsamen Handlungen und welche seltsamen Reaktionen du auf all das, was du siehst, in deinem Geist empfindest. Welche Gefühle hast du? Ist da zum Beispiel das Gefühl von Groll?
was dem Hass sehr nahe kommt in deinem Geist? Sind da Handlungen von Wut? Sind da Handlungen in dir von Verdruss? Oder ist da einfach nur vollkommener Frieden? Ist da vollkommene Liebe? Ist da Glückseligkeit? Ist da, dass du dich in jedem Moment über alles freuen kannst? Was ist da in deinem Geist gerade los? Schau dahin. Die du daraus gewoben hast. Nichts ist dir so fremd wie die einfache Wahrheit. Und die einfache Wahrheit ist, wenn du in der Identifikation als der Sohn Gottes bist, wozu der Heilige Geist dir verhilft, drin zu sein, dann ist Freude der natürliche Ausdruck deines Seins, die auf nichts Äußeres gründen muss. Sie muss nicht auf ein schönes Motorrad oder einen schönen Jetski oder ein tolles Auto oder ein tolles Haus gründen. Ja, deine Zufriedenheit kommt nicht von deinen Gütern. Sie kommt einfach von innen, einfach so. Sie ist einfach natürlicherweise da und dehnt sich nach außen zu deinen Brüdern hin aus. Und du siehst sie wiederum in deinen Brüdern als eine Widerspiegelung von dir. Siehst du sie einfach dort erscheinen, diese Freude. Und nichts möchtest du weniger gern hören. Ja, also schau dir an, wie gerne möchtest du das denn jetzt hören, was ich hier zum Beispiel in diesem Moment sage? Möchtest du das gern hören oder hast du einen Widerstand dagegen? Fühl dich genau jetzt ein. Fühlt sich das für dich so an, als möchtest du das hören, oder fühlt sich das so an, als wenn du sagen würdest, ach, geh weg, das will ich nicht hören. Das ist, ich will lieber mein Fahrrad, mein Motorrad, mein Auto oder was auch immer. Da bin ich immer gut mit gefahren, oder meine Identifikation in der Welt, die ist einfach nur super und richtig, ja. Wie gerne möchtest du das hören? Der Kontrast zwischen dem, was wahr ist, und dem, was nicht wahr ist, ist vollkommen augenfällig. Du aber siehst ihn nicht. Das heißt also, wir können jetzt hier ganz klar darlegen, wie der Kontrast ist. Also der eine in der Identifikation, der du bist, als der Sohn Gottes, unter der Führung des Heiligen Geistes, der einfach voll und ganz in der Liebe ist und in der vollkommenen Freude ist. Und der andere, der aus dem Denksystem des Egos kommt, der frustriert ist, vielleicht laut herumschreit, sich ärgert über jede Kleinigkeit. Das ist ein Kontrast. Das ist ein total sichtbarer, vollkommen augenfälliger Kontrast, der da sichtbar ist, zwischen zwei scheinbar auftretenden, ja, nennen wir es einfach jetzt Persönlichkeiten, die durch dich sein können. Und hier steht jetzt, du aber siehst ihn nicht. Du sagst, nee, da ist kein Unterschied. Der eine ist genauso wie der andere. Ja? Also da ist, ich sehe da nichts. Aber du wirst lernen, diesen Unterschied zu sehen. Mit der Zeit wirst du es lernen, dass es sich vollkommen frei und easy anfühlt, in der richtigen Identifikation, also in der wahren Identifikation zu sein. Und dass es sich super schwer anfühlt, in der Identifikation unter der Führung des Egos zu sein. Das Einfache und das Offensichtliche sind nicht augenfällig für diejenigen, die, und jetzt kommt's ja, Paläste und königliche Gewänder aus nichts machen und glauben, sie seien ihretwegen Könige mit goldenen Kronen. Wir sehen also, es geht ganz klar um Habgier, ja. Es geht ganz klar und deutlich darum, dass es in dem Moment, wo du glaubst, die Dinge der Welt können dich glücklich machen, hier, es ist von königlichen Gewändern die Rede, ja, das können auch einfache, schöne Kleider sein, die du beim Shoppen kaufst, ja, die dich aber hübsch machen, die dein Äußerliches aufpäppeln, und weswegen du glaubst, dass du vielleicht,
ja, ein schönes Model bist oder sowas. Ja, also es ist genau das Gleiche. Es muss jetzt nicht immer ein König sein. Könige gibt es ja auch heute nicht mehr in jedem Land. Ne? Das gibt es aber sehr wohl immer noch. Ne? Und sich dann eine Krone aufsetzen und dann denken, ja, ich bin der König. Ja, das ist halt genauso dieses Denken, so will sich das Ego einfach krönen. Aber es ist eben nicht wahr. Es stimmt eben einfach nicht, ja. Es ist viel mehr als das. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. In dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht. Das ist eine Identifikation. Höher kann es nicht sein, höher geht es nicht. Direkt neben Gott, direkt gleich, ebenbürtig, als Mitschöpfer mit Gott sozusagen. Wenn wir doch sagen, wir wissen nicht, wo der Vater aufhört und der Sohn beginnt, das ist ein totales Einssein. In dieser Identifikation kannst du nicht leiden, außer du wirfst die Erkenntnis weg und willst wieder diese Krone aufsetzen. Ja. So, wir sind jetzt hier am Ende dieses Absatzes angekommen. Ja, und ich weiß, das wird nicht gern gehört. Das sieht man, das kriegt man mit. Und dennoch wird es aber jetzt hier ganz klar und deutlich ausgesprochen. Und ich wünsche dir einen wunderbaren restlichen Tag, einen restlichen Abend heute im Frieden Gottes und sage bis morgen. Ciao und bis dann.